Heute kommt mal ein Quick-Tipp und zwar geht es um Spanplatte beschichtet. Was genau das für ein Trick ist, zeige ich euch jetzt. Und zwar ist es so, ich habe ja mir die Dübelvorrichtung gebaut, weil ich, wenn ich eine neue Werkstatt habe, Schränke bauen möchte aus diesem Material, natürlich mit einer anderen Front, aber Hintergrund ist billiges Spanplattenmaterial. Und um das ausrissfrei zu sägen, gibt es einen Trick. Ich habe den mal bei Heiko Recht gesehen, wie er das mit der Tauchsäge macht. Schiene drauf, den ersten Schnitt nur 1-2 mm tief einfahren und den ersten Schnitt machen. Wie das jetzt an der Tischkreissäge geht, ist eigentlich das gleiche Prinzip. Und ich zeige euch, wie man so viel wie möglich Ausrisse natürlich an das Brett hinkriegt. Ja, also das zeige ich euch jetzt, wie es aussieht, wenn man einfach so durchsägt. Ich schneide jetzt kurze Stücke runter, fahren mit dem Blatt ran, stellen die normale Höhe ein, die man einstellen sollte, wenn man mit einem Sägeblatt arbeitet, mit einer Kreissäge. So. Und dann sägen wir mal einen ab. Und das Ergebnis sehen wir ja jetzt, überall kleine Ausrisse. Und jetzt kommt der Tipp, wie wir das vermeiden. Und zwar nehmen wir jetzt unser Brett und fahren so hin, dass es 1-2 mm Luft hat. Also reinschneidet. Und dann sägen wir durch und zwar erstmal langsamer als vorher und beide Seiten. Heißt das Brett umdrehen, aber an der gleichen Stelle. Und man sieht, das sieht jetzt viel besser aus als vorher. Und jetzt schneiden wir es komplett durch auf einmal. Und jetzt stellen wir einfach das Sägeblatt höher, aber ein bisschen niedriger als vorher, so dass nur die Hälfte rausguckt vom unteren, vom tiefsten Punkt, vom Zahntal heißt es, glaube ich. Und dann sägen wir es einmal durch. Also ich finde, das sieht doch schon mal viel besser aus. Es ist zwar nicht ganz ausrissfrei, man hat einzelne kleine Punkte. Aber im Vergleich vorher zu nachher ist es halt schon ein Riesenunterschied, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Das hat jetzt sogar besser funktioniert, als ich gedacht habe. Also je langsamer ihr da fahrt, auch wenn ihr jetzt nicht die Zeit haben wollt zum Vorritzen oder nehmen wollt zum Vorritzen, wenn ihr an sich schon langsamer fahrt, wird es immer, also je langsamer, umso säuberer der Schnitt. Und ja, ich bin happy damit. Ist halt ein bisschen aufwendiger, aber es sieht schöner aus. Gerade wenn ihr Sichtkanten habt und Umleimer noch dran macht, weil an der Stelle jetzt Umleimer fehlt, wo ihr geschnitten habt, dann seht ihr halt diese Kante und die kotzt euch auf ewig an. Und so vermindert ihr halt diese Ausrisse. Und wenn du jetzt denkst, hey, cooler Tipp, freut mich voll, dann kannst du mich gerne abonnieren, wenn du magst. Im Laufe des Jahres werden so einige Tipps kommen, habe ich mir jetzt vorgenommen, an Dinge, die ich denke, die ich eigentlich
wo ich es überflüssig fand, ein Video jetzt drüber zu machen. Aber es schaut ja nicht jeder jeden Kanal. Also, abonnieren wäre echt cool. Danke dir im Voraus. Und dann würde ich sagen, das war das Video schon. Ja. Der war mal richtig schnell. Also, viel Spaß bei dem, was. Viel Spaß euch bei dem, was ihr so macht. Ich hab Wochenende und schönen Samstag, Sonntag noch. Ciao.